Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute haben wir hier einen Mercedes E-Klasse 207er aus 2014. Und in diesem Video geht es um das Motor-Update. Viele Fahrzeuge, die wir jeden Tag haben, haben leider die ganz, ganz alte oder erste Motorsoftware. Warum ist das so? Oder wieso sollte ich überhaupt meine Motorsoftware updaten? Wenn ihr im Besitz eines Handys seid, egal iPhone, Samsung oder was auch immer, oder halt einen Laptop zu Hause habt, dann gibt es ja auch Updates für diese Komponenten. Das heißt, die Handys werden immer moderner, die Software wird immer besser, schneller und so weiter. Genauso auch Windows. Windows bringt auch neue Updates heraus und die sind meistens besser. Genau das gleiche Prinzip haben wir natürlich auch in dem Motor. Der Motor hat natürlich auch Fehler. Das heißt, diese Softwarefehler, die lernen die Hersteller nach einer Zeit kennen und durch Software-Updates gehen diese Fehler natürlich weg. Das heißt, es gibt kein Produkt weltweit, was von Anfang an perfekt ist oder irgendwelche Fehler oder irgendwelche Probleme. Das Problem ist aber, die meisten Fahrzeuge, kann man sagen, erfahrungstechnisch 90%, die wir hier haben, haben immer noch die allererste Motorsoftware, obwohl diese Fahrzeuge check-off gepflegt bei Mercedes sind oder bei BMW. Aber warum ist das so? Die Daimler AG zum Beispiel bringt diese Updates heraus, weil sie natürlich irgendwas dazulernen und die Idee dahinter ist einfach, dass diese Software halt geupdatet wird und diese Probleme oder Fehler halt verschwinden. Die Niederlassungen haben auf diese Updates aber keine Lust. Warum? Weil so ein Update ist relativ günstig, kostet um die 150 Euro, ist jetzt also nicht die Welt. Das Problem ist nur, dass für eine Niederlassung oder einen Vertragspartner ist so ein Update halt immer ein Minusgeschäft. Weil erstens so ein Update dauert relativ lange, in der Zeit könnte man lukrativer wirtschaften. Zweite Problematik, wenn bei diesem Update ein Steuer kaputt geht, dann ist das eine relativ teure Angelegenheit. Wenn das Fahrzeug noch auf Garantie ist, muss der Vertragspartner oder die Niederlassung das selber bezahlen. Das heißt, sie haben wenig davon. Wenn das Fahrzeug aber nicht auf Garantie ist, dann sagen sie dem Kunden, wenn wir ein Update machen, das Steuergerät geht kaputt, du Kunde bezahlst. Ist aber trotzdem für die nicht lukrativ, weil das Steuergerät ist relativ teuer, da verdienen sie nicht viel Geld dran, aber die Standzeit, die so ein Fahrzeug halt verwendet, bis das Steuergerät da ist, bis es eingebaut, das programmiert ist, ist relativ lange. In der Zeit kann die Niederlassung oder der Vertragspartner auf diesen Standplatz, auf dieser Bühne oder auf dieser Diagnosestation kein Geld verdienen. Deswegen, es ist im Endeffekt einfach ein Problem. Deswegen sind auch die meisten Fahrzeuge immer mit einer alten Software unterwegs. Wir sind direkt mit Mercedes vernetzt und haben die Möglichkeit, die Updates direkt über den Daimler-Server draufzuspielen. Und empfehlen auch immer ein Update zu machen, dass man das Update maximal 2 Jahre alt hält. Ne? Würde ich euch immer empfehlen, weil zum Beispiel Probleme mit Partikelfiltern, mit Injektoren, mit AGR, diese ganzen Probleme entstehen häufig durch einfach eine alte Software, dass man immer noch mit diesen ganzen alten Fehlern durch die Gegend fährt. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir ein Update machen, wir garantieren für euer Steuergerät, wir haften dafür. Mercedes macht das nicht, weil wir haben einfach noch andere Geräte zur Verfügung. Wenn so ein Steuergerät bei einem Update irgendwie abbricht, können wir dieses Steuergerät wieder beleben. Diese Möglichkeit haben wir. Mercedes kann das Steuergerät nur tauschen, dann entstehen sehr, sehr viele Kosten. Deswegen, wenn ihr an so einem Update Interesse habt, würde ich immer empfehlen, so ein Update zu machen, damit man einfach immer auf den neuesten Stand ist. Update dauert circa eine Stunde und können wir immer zwischendurch machen. Ruft euch am besten uns an oder schreibt uns eine Mail mit einer Fahrgestellnummer und dann können wir euch sicherlich helfen. Man kann immer vorher nicht sehen, ob ein Fahrzeug zum Beispiel die neueste Software hat oder nicht. Wenn wir sozusagen das Auto auslesen, werden wir erst dann sehen, gibt es überhaupt ein neues Update für euren Motor. Das heißt, das ist nicht immer garantiert, aber das können wir leider erst hier vor Ort sehen und schauen, was da halt Sinn macht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.